Er hat seinen Platz gefunden. Der afrikanische Krieger empfängt ab sofort die Besucher des neuen Missionsmuseums in St. Ottilien und führt sie hin zum Thema Mission. Angefangen hat alles mit Benedikt von Nursia, der den Orden der Benediktiner gegründet hat. Seit dem 8. Jahrhundert wirkten die Mönche und Schwestern als Missionare. Weite Landstriche wurden christianisiert, zivilisiert und wirtschaftlich erschlossen. Heute sind die Missionsbenediktiner weltweit aktiv. Zu zeigen, was Mission heute bedeutet, das war den Benediktinern bei der Neugestaltung ihres Museums besonders wichtig. Der Missionar heute ist, wie der ganze Missionsbegriff es auch zeigt, ein ganzheitlicher Vermittler. Geht nicht nur um die Verkündigung des Wortes Gottes, wenngleich Liturgie und Wort Gottes die Hauptaufgaben nach wie vor sind. Es geht auch um Bildung. Der Missionar ist Lehrer, Vermittler. Vielleicht ist er auch Pfleger, indem er für Kranke da ist. Und er ist sicher auch vielleicht mehr wie früher Zuhörer und lernt, ist ein gegenseitiges Bereichern, was mit dem Wort Inkulturation, denke ich, gut wiedergegeben ist, dass das Christentum in die heimische Kultur hineinwirkt und hineinwächst, aber die heimische Kultur auch zurückwirkt. St. Ottilien ist das älteste Missionshaus in ganz Deutschland. Bereits 1887 brachen Benediktiner nach Ostafrika auf und brachten Gegenstände mit nach Hause, die nach und nach zu einer stattlichen Sammlung wurden. Da war das Anliegen, zu Beginn der Museumsgeschichte zu vermitteln, einfach den Leuten in der Heimat zu zeigen, was im Land die Situation ist, wie die Völker leben, was an Kultur und Natur in den Einsatzländern beheimatet ist. Ganz ursprünglich war auch eine Intention, künftige Missionare auf ihren Einsatz vorzubereiten mit den Gegenständen. Aber das hat sich rasch ausgeweitet, weil man gesehen hat, es ist eine so wunderbare Sammlung, die sollten wir auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und das passiert nun nach vierjähriger Umgestaltung in einem neuen, überarbeiteten Gewand. Moderne, leuchtende Farben, warmes Licht. Die Präsentation hat sich verändert, der Inhalt und der ursprüngliche Charme jedoch sind erhalten geblieben. Somit treffen im Missionsmuseum St. Ottilien Tradition und Moderne aufeinander. Für den Besucher macht genau das den Reiz aus. Aufgebaut ist das Museum in zwei Ebenen. Im Obergeschoss befindet sich die zoologische Sammlung. Das Tierdiorama mit seinen lebensgroßen Präparaten zeigt die Tierwelt Afrikas. Es ist das Herzstück der Sammlung und zieht vor allem auch kleine Besucher an. Das Untergeschoss beleuchtet Ostafrika und zeigt die beeindruckende Korea-Sammlung. Doch was macht eigentlich ein Motorrad im Missionsmuseum? Das Motorrad haben wir reingestellt in den Raum Leben der Missionare, so haben wir den genannt. Also eine Nische, die ein Missionarszimmerchen symbolisiert, einige Fotos, auch ein durchlaufender Missionsfilm, der sehr alt ist, nämlich von Norbert Weber. Und da hat das Motorrad sozusagen das i-Tüpfelchen gebildet. Wir hatten dann die Chance, aus Peramio, also einer unserer Abteien in Ostafrika, ein echtes Missionarsmotorrad, eine BMW aus den 60er Jahren herzubringen, die schon von vielen Missionaren geritten wurde und deutliche Verschleißspuren durch den Steppensand und so weiter zeigt. Die ethnologische Sammlung mit rund 6000 Objekten ist ein buntes Sammelsurium an Gegenständen, die jetzt anschaulich präsentiert werden. Der vielleicht wertvollste Schatz ist eine große Weltkarte, die 1860 in Korea gedruckt wurde und von der es weltweit nur noch zwei vollständige Exemplare gibt. Wer bei seinem Rundgang durch das Missionsmuseum genau hinschaut, entdeckt aber auch Kurioses. Da habe ich einen afrikanischen Seeadler, einen Süßwasserraubvogel, der abgebildet ist oder präpariert ist besser mit einer Nordseescholle. Die hatten hier in St. Ottilien eine Präparationswerkstatt und hatten eben einen Fisch gerade zur Hand. Das war zufällig eine Scholle und so kommt dann ein afrikanischer Schreiseeadler auf einem Salzwasser-Nordseefisch zu sitzen. Und das ist noch lange nicht alles, was es im neu gestalteten Missionsmuseum St. Ottilien zu bestaunen gibt. Geöffnet ist das Museum täglich von 9 bis 17 Uhr. Mehr Infos dazu unter missionsmuseum.de.